Nein! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hi Leute, herzlich willkommen. Was war das denn? Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Wir sind im vorletzten Level. Macht das euch nicht heiß? Freut euch da nicht voll drauf? Wird das nicht geil? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt keinen Bock auf die Uzis eigentlich hatte, sondern ich wollte ja meine MP5 noch leer ballern. Wir haben hier drei Gänge. Wir brauchen drei Items. Oder waren es nicht sogar vier? Ja, es waren vier Items, die wir brauchen. Das hier war noch gar nicht das mit den drei Gängen. Jetzt bin ich überrascht. Doch, die waren oben. So war das gemeint. Ja, genau. Einer wäre dort wahrscheinlich direkt. Alle davon waren mega kompliziert und hatten irgendwas mit mega schwierigen Rätseln zu tun. So viel weiß ich noch. Fangen wir doch bei dem hier an. Ah ja, ich erinnere mich. Genau, diese Sache. Einige der Steine hier. Entweder Stacheln oder Feuer. Ich würde primär jetzt erstmal tippen. Feuer, Feuer war das. Definitiv Feuer. Stacheln sind keine Option in diesem Raum. Ja, der hier ist gut und ich glaube, dann waren es alle in der Ecke. Nee, der da nicht. Laden. Na, jetzt darf ich natürlich den schönen Umweg da oben rüber nehmen. Ich habe übrigens noch drei Speicherkristalle. Yay. Drei Speicherkristalle für den Rest dieses Levels. Vier eigentlich. Einen habe ich auf Reserve, der liegt da noch so rum. Ein bisschen weiter am Anfang. Den kann ich im Notfall ja auch mitnehmen. Ja, denke ich zumindest. Ich weiß gar nicht, ob man noch an ihn kommt, aber sagen wir einfach mal, ich hätte noch vier im Prinzip. Wenn ich den unbedingt brauche, werde ich ihn wohl auch bekommen können. So, genau, das hier war jetzt einfach alles über die Ecke. Je weiter sie weg sind vor... Je weiter sie in der Ecke sind, umso sicherer sind sie. Letzten Endes sind alle in der Ecke sicher. Außer dem hier. Ja, danke. Okay, verstehe schon. Der letzte ist offenbar doch nicht sicher. Ich hätte doch auf den Plan schauen sollen. Wahrscheinlich muss man einen ultralangen Umweg laufen. Vom letzten aus, ja. Naja, schauen wir uns das mal an. LOL! Ich werde es einfach mal wieder... Nein, ich gucke auf die Karte. So, Ecke. Ach, da steht gar nicht dabei, ob die sicher sind oder nicht. Irgendwie steht da nur, dass es sie gibt. Okay. Was habe ich davon? Na, auf jeden Fall, der da hinten war sicher. Kann ich den da ja eigentlich direkt überspringen. Nee, der war ja auch nicht sicher. So, der hier ist jetzt sicher. Der da ist wiederum nicht sicher. Der da ist getimed, genau. Der da ist zeitabhängig. Manchmal ist der aus, manchmal ist er an. Wir warten jetzt mal, bis er angeht. Dauert länger, als ich erwartet habe. Wetten, jetzt, wo ich drauf bin, geht er direkt an. Nee. Ja, ist aber dann auch nicht weit genug. So, okay, ich verstehe es. Jetzt, dieses Mal werden wir es packen. Habe ich erwähnt, dass das hier das letzte Level ist? Habe ich erwähnt, dass es nicht ganz so einfach wird? Habe ich erwähnt, dass ich wieder vergessen habe, meine Stoppuhr zu stellen? Habe ich erwähnt, dass mein Handy gar nicht an ist, ich sie ja so gar nicht stellen kann. Das ist allerdings kein Problem, denn dann mache ich es halt einfach so nach jedem dieser Dinger. Ich mache eine Folge draus, was soll's. So. Es wird die längste Folge auf diesem Kanal wahrscheinlich. 5 Stunden oder so. Naja. Hoch da. Ich will einfach nur noch aus diesem Level hier raus. Dieses Level ist so eine Art... Nein, was heißt denn so eine Art? Dieses Level... Ja, natürlich! Was war das jetzt für ein Sound? Dieses Level, Punkt. Mehr muss man zu diesem Level eigentlich nicht wissen.
ist die verlorene Stadt Tinnos. Wisst ihr, warum diese Stadt verloren ist? Weil die Erbauer dieser Stadt aus irgendeinem Grund es für sinnvoll hielten, an jeder Ecke 10 Millionen tötende Fallen hinzubauen. Das ist keine gute Stadtplanung. Ich kenne Städte, die sind so aufgebaut. Zumindest für Autofahrer. Ja. Und so passiert es dann, dass ganze Städte entvölkert werden. Weil die Erbauer der Stadt es für super gute Idee halten. Sie halten es für super gute Idee. Warum? Warum? Ja, tschüss. Boah. Dieser Sound. Mal dieses lustige Störgeräusch. Ich will nicht mehr. Ich will, dass dieses Spiel vorbei ist. Ich will, dass ich wieder speichern kann, wo ich will. Ich will praktisch das, was ich will. Und ich will es. Ich will aber. Ich gehöre mir an wie so ein kleines Kind. Aber es ist doch so. Es ist doch so. Ich höre mich an wie so ein Stammtischtyp. Naja. Auf jeden Fall. Wie dem auch sei. Wie dem auch zwei. Ich werde gleich wieder entzweit von dieser Säule. Oh, danke. Lassen wir uns mal hier reinfallen. Hier landen wir irgendwo, wo wir für ein paar Sekunden sicher sind. Unsichtbare Plattform. Ich verstehe schon. Wie läuft das jetzt? Die Plattformen sind auch da, wenn man sie nicht sieht, oder? Oder verschwinden sie dann? Die in Indien war auch da, als man sie nicht sah. Die müssen auch da sein, wenn man sie nicht sieht. Ansonsten kommt man in der Zeit nie darüber. So, ich stehe jetzt auf einer Plattform. Ja, tue ich wirklich. Ach, Mann! Dieses Level. Was soll denn das? Ja, Leute, ich melde mich zurück, wenn ich wieder da bin, wo ich eben war. So, Leute, ich bin jetzt wieder da, wo ich eben war. Ja, genau. Dieses lustige Rätselchen hier. Wo sind diese Plattformen? Es ist sowas von schwer einzuschätzen, wo sie anfangen und wo sie aufhören. Was? Ja, bis gleich. So, Leute, hier sind wir wieder. Ja, wie soll ich sagen? Also, offenbar ist diese Plattform dort ja verbuggt in irgendeiner Form, denn ich bin ja nun wirklich eben dran gesprungen und sie verschwand plötzlich. Dasselbe wird mir jetzt wieder passieren. Ja, okay. Bis später. Ich werde jetzt seine Rede halten. Nein, Leute, was ich eigentlich meinte, ist, macht keinen Sinn, da nicht zu speichern, denn das ist offenbar so eine Trial-and-Error-Sache, wo wir 50.000 Versuche brauchen werden. Und deshalb werde ich dort einen weiteren meiner Speicherkristalle ins Jenseits schicken. Denn wenn ich diese Passage hier immer wieder neu machen muss, nur um wieder dahin zu kommen, wo ich instant sterbe und 5 Millionen Versuche eigentlich direkt hintereinander ohne Ladezeit brauchen müsste, das funktioniert so einfach nicht. Das geht so nicht. Das muss anders laufen. So, Zeit. Mein Save erneut. Und habe nur noch zwei Speicher. Da seht ihr das. Es geht ja nicht, dass nach jedem dieser Versuche, die alle eigentlich nicht funktionieren, ich das Spiel neu laden. Das Spiel neu bis dahin spielen muss. Neu laden muss ich ja sowieso. So, jetzt bin ich nämlich in folgender Situation. Ich brenne. Auch Worte, die man im echten Leben eher selten sagt.
Aber das Problem ist, hier ist auch kein Wasser. Das heißt, ich muss tatsächlich einmal da durch, ohne anzufangen zu brennen. Aber ich fange ja allein aus Wut schon an zu brennen. Wie soll ich denn dann da durch? Oh, ich bin durch. Nee, ich brenne wieder. Oh, das ist ja pure Ablust. 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 Dampfablusthaube. Die hängt über deinem Herd und holt sich einen runter, wenn du kochst. Einige stehen auf sowas. Andere wiederum nicht so. Ich zähle mich zu letzterer Gruppe, die sich aber nicht als Gruppe an sich versteht. Also wie, es ist nicht so, als hätten wir regelmäßig Treffen, in denen wir sagen, nö, diese Dampfablusthaubenbenutzer. Nein, ein bisschen mehr Toleranz, Leute. Was sage ich hier? The devil. Was laber ich hier eigentlich für einen Scheiß? Ich weiß es nicht mehr. Es macht doch sowieso keinen Sinn mehr. Eigentlich ist das Leben ja scheiße. So. Rüber da. Seht ihr? Versteht ihr die absurde Schönheit des Trailen Error, das sich uns hier bietet? Ja, dieser Sprung stammte aus dem Jahr 1. Er war völlig überholt. Von der Gravitation gewisserweise aber auch. So, runter hier. Nein, ich brenne. Tschüss. Findet ihr es nicht auch geil, wenn euer ganzer Körper brennt und es wehtut wie Sau? Nee, ich auch nicht. Es ist nicht so, als würde ich aus freien Stücken anfangen zu brennen. Ich werde dazu gezwungen. Aber bei mir ist es ja egal, ne? Mit mir können sie es ja machen. So, durch da! Was? Wie denn? Kumbaya, mein Lord! Was? Okay. Okay, warten bis es weg ist. Warten bis das Feuer Tschüss sagt. Runter hier. Oh. Ja, als würde das irgendjemand im ersten Versuch. Jetzt verlinkt mich. Ich brenne wieder! Und jetzt verlinkt mir kein Video von Badass Games. Der Typ ist kein Mensch. Das ist ein Cyborg. Kein Mensch kann dieses Spiel so gut spielen. Oh. Oh. So. So, jetzt, tschüss. So. Och, nee. Nein! Ich weiß, warum die Teile danach kein Speicherkristallsystem mehr haben, ne? Wisst ihr warum? Weil der Typ, der das System in diesem Teil vorgeschlagen hat, leider danach tot aufgefunden wurde. Mit zwei Köpfen. Weil man ihm einen halt abgeschlagen hat und der danach gewachsen ist. Hätte ja auch keiner wissen können. Trial and Error halt. Hätten die, die ihn getötet haben, früher gespeichert, hätten sie auch gesehen, oh, dem wächst der Kopf ja einfach nach. Dann hätten sie das direkt gelassen. Es muss ja heute alles effizienter gehen. Ich verwandle mich ja live in Alien. Ja, kann man machen, oder? So, so geht das nämlich auch. Und dann mache ich jetzt Folgendes. Probier jetzt mal Folgendes. So. Wieso bin ich eigentlich nicht vorher auf diese Idee gekommen? Naja, sie wird ja sowieso zu nichts führen. Seien wir mal realistisch, Leute. Och ja, natürlich! Verstehe ich das richtig? Da ist eine Kette, an der ein Behältnis hängt, das brennt. Und sobald du die Kette berührst, an der das brennende Behältnis hängt, fängst du auch an zu brennen. Verstehe ich das richtig? Waren die Entwickler zufällig auch Juristen oder wie darf ich das verstehen? Ein wenig weltfremd. Naja, auf jeden Fall haben wir die erste dieser verfickten Masken. Wenn ich jetzt um die Ecke gehe und da kommt ein Stein und steigt mit mir zusammen in den Hauptbahnhof ein. Was ist das hier eigentlich? Oh, liebe Musik. Yay. War es gut, rauszulaufen? Wahrscheinlich nicht so, ne?
Wie dem auch sei, wir machen jetzt die ozeanische Maske da rein. So, Leute. Die erste Maske ist drin. Fehlen ja nur noch drei. ja. Eigentlich würde ich jetzt gern speichern. Obwohl, so schwer war es ja am Ende dann doch nicht. Also speichere ich mal nicht. Ich werde sterben und dann stinksauer sein auf meine Entscheidung. Was ist das hier? Irgendwas ist doch da Brennendes. Also irgendwas Brennendes ist doch da. Okay. Das ist nur dieses Fackelzeug. Dö, dö. Dö, dö. Dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Oh, ein bisschen erholsame Musik, dankeschön. Leider bringt sie auch nichts gegen die Erkenntnis, dass mein letzter Save mal wieder ein bisschen länger her ist. Diese Erkenntnis macht mir Angst. Warte, lass mich raten. Ihr werdet hier keinen einfachen Ausweg drin haben, ne? Das wäre eher Tomb Raider 4 oder Tomb Raider 2 Style. Nee, ihr habt doch wahrscheinlich hier irgendwie eine Leiter reingefummelt, die selbst dann, wenn man sie finden sollte, sehr schwer zu sehen ist. Sobald man sich dranhängt, erscheint der Papst als Lichtgestalt und scheißt dir auf den Kopf. Und zwar einen Stein aus Polygongeschiss. Polygongeschiss ist eigentlich voll der coole Name für einen Podcast über frühe 3D-Spiele. Aber abgesehen davon ist Polygongeschiss ebenfalls der Name eines französischen Künstlers. Ich habe gerade eine Fliege mit einer Rakete abgeballert. Versteht ihr das Problem? Langsam ist mein Kopf so breit, dass man damit Wände einreißen könnte, wenn man es denn so wollte. Oh, da ist die Maske, oder? Das ist sie doch. Das war die Maske, oder? Nee. Was bin ich auch für ein Wicht, der denkt, dass die Maske hier läge. So einfach zu finden. Nein, die Maske ist bestimmt am anderen Ende der Welt. Was passiert, wenn ich das Ding hier rausziehe? Ist das vielleicht schon das Lösungsrätsel? Wenn ich das nämlich hier rausziehe, komme ich da natürlich höher als zuvor. Nein, hätte ja sein können, dass man diese Kiste verschieben kann. Okay. Es führt zu nichts. Nichts führt zu etwas. Und etwas führt zu nichts. Das nimmt ja fast philosophische Züge hier ein. Oh. Was habe ich nur getan? Warum bin ich überhaupt in diesen dünnen, engen Gang gelaufen? Wohin? Es ist das perfekte Labyrinth, ne? Warum hat man ja... Es sind ja mehrere Labyrinthe. Oder sind mehrere Eingänge zum Labyrinth. Aber ich würde eher vermuten, dass es mehrere Labyrinthe sind. Also praktisch ein Labyrinth aus Labyrinthen. Ein fraktales Labyrinth. Yay. Oh, da geht's hoch. Oh, da rollt gleich irgendwas runter und tötet mich. Oh, wie schön. Wir müssen noch näher? Wie nah denn noch? Was? Ah, die Stelle. Wir speichern. Wir speichern. Vergesst es. Nein, werde ich nicht tun. Versuchen, es im ersten Versuch zu versuchen. Alles sehr theoretisch hier. Ja, tot. Da hat sich das Speichern dann auch schon gelohnt. So, hier ist wahrscheinlich der Tod programmiert vor. Yep. Okay. Och, nee.
Wahrscheinlich gibt's hier voll den coolen Trick. Nee, der nicht. So. Es sind doch bestimmt nicht unendlich viele von diesen Dingern. Oh, geschafft. Leute, wir haben die zweite Maske. Wir haben die zweite verdammte Maske. Wie auch immer das jetzt funktionierte. Was? Ich will doch einfach nur zurück. Ich habe doch gerade die Maske gesammelt. Sagen Sie mir bitte, dass es einen einfachen Weg zurück gibt. Ah, hier. Verstehe. Oh. Maske Nummer 2 von 4. Ozeanische Maske. Scheiß Ozeania mit ihren hässlichen Gesichtern. Dass sie Masken brauchen. So, 3. Ist keine Schnittmaske, es ist eine Shitmaske. Verstehe schon. Das ist eigentlich der Moment, wo man lädt, wo man speichert. Das Problem ist, ich habe einfach nicht genug Speicherkristalle für so einen Trick. Wenn ich von hier aus... Was passiert, wenn ich von hier aus dahin springe? Soweit wie es geht, darüber. Okay, noch lebe ich. Allerdings ist das Sägeding direkt über mir. Hier unten geht es irgendwo hin. Ich wüsste allerdings nicht, wohin. Aha, okay, das obere sieht aus, als würde es... Oh, nee! Okay, das obere... Wenigstens töten die Dinger nicht instant. Das obere sieht aus, als würde es zur Luft führen. Yep, ist nur eine Luftkammer, okay. Müssen wir hier wieder raus? Ja, wo habe ich gespeichert? Okay. Voll fair, Core-Designs. Voll fair. Auch gut, dass man hier keinen Speicherkristall mehr findet. Vielleicht sollten wir einfach ein anderes Rätsel vorziehen. Wer ist vor und warum soll ich ihn ziehen? Raus hier. Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Nein, Moment mal. Danach kommt doch noch diese komische Szene mit den Schrauben. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, Leute. Noch nicht mal bei der Hälfte. Aber ich fühle mich so, als wären wir eigentlich am Ende. Okay, nee, verstehe schon. Ich möchte gerne wieder hier raus. Ah, verstehe. Also handelt es sich hierbei um Treibsand. Und wir sollen jetzt praktisch, müssen den schnellsten Weg durch den Treibsand finden. Das ist doch auch was, wo man vorher speichern muss eigentlich. Oh. Komm schon. Jetzt versink nicht im Chaos, Lara. Alles klar, hier konnte man gehen. Wenn ich also gleich merke, dass es zu tief wird, kann ich einfach zurück und gehen? Nee, so läuft doch die Welt nicht. Oh. Und mal wieder welche von diesen Fliegendingern. Die 90 Grad über einem fliegen, sodass man sie nicht treffen kann. Wie soll man denn dieses Biest da treffen? So vielleicht. Es ist tot.
Ich persönlich vermute, dass das hier jetzt so ein Ort ist, wo man abspringen muss, weil es sonst zu weit ist. Genau. Boah, da ist ja noch eins. Tschüss. Okay, springen wir ab. So, es ist jetzt wahrscheinlich mega, mega knapp. Und ich müsste genau wissen, wo ich hin soll. Das tue ich aber nicht. Und werde deshalb beim ersten Versuch natürlich sterben. Trial and Error halt, ne? Zumindest scheine ich... Warte mal, wir sind im Kreis gelaufen. Oder? Irgendwo geht's dahin. Ah ja, okay. Irgendwo sind wir jetzt. Vielleicht bringt es uns ja was, irgendwo zu sein. Hier kommen noch bestimmt irgendwelche Rolldinger. Steine. Kisten. Ja, ihr habt richtig gehört, Zuschauerleins. Rollende Kisten. Die Physik macht alles möglich, sofern es mich tötet. Okay, noch ist alles ruhig. Wenn ich jetzt sterbe, war die ganze Sumpfaktion umsonst. Ach. Okay. Okay. Noch sieht ja alles irgendwie gut aus. Nein! Ich werde mich nicht von dieser Fliege runterschubsen. Hier kommt doch jetzt sowieso was von der Seite. Ich sehe aber nichts. Ich habe die Maske. Nein! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh nee, es stürzt alles ein, oder? Mein ganzer Traum, alles stürzt ein. Nein! 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 Nein!